Dann begrüße ich jetzt alle, die da draußen sitzen und die hier bei mir mit dabei sitzen zu dem Webinar. Wir wollen euch allen versuchen, das Thema Cloud ein wenig näher zu bringen. Da kommen wir, denke ich mal, dann auch schon zu den Vorteilen der Cloud. Wenn wir Vorstände fragen, wenn wir C-Level fragen, was ist eigentlich die wichtigste Grund, dass sie in die Cloud gehen? Und da ist, mag man überrascht sein, 66% sagen die Sicherheit. Der zweite wichtige Punkt ist die Innovation. Ab in die Cloud. Warum? Kosteneinsparung. Der Kostenpunkt ist einfach der, dass die laufenden Kosten wesentlich geringer sind, wenn wir in der Cloud sind. Dann ja mehr Flexibilität, das ist tatsächlich auch was. Die Nutzer hatten natürlich auch Vorteile. Keine Angst, ein Umzug ist auch bei bestehender und alter Infrastruktur eigentlich kein Problem. Es ist aber nicht alles perfekt und deswegen kann man was schiefgehen und daraus kann man ja auch was lernen. Da ging mir durch den Kopf, wie viel Mühe es euch wohl gemacht hat, den Kunden, also eure Kunden zu überzeugen. Unterschiedlich, gerade bei den kleinen Kunden, da war natürlich ein neues Preisschild dran und die haben gesagt, ui, spitze, machen wir. Hier haben wir ein Beispiel durchgerechnet, wo wir auf hier die 54% Kostenreduzierung kommen, 650.000 Euro. Als letztes wollte ich noch etwas zu den Herausforderungen sagen. Klar, die Softwarearchitektur ist eine ganz andere, als man das von so einer On-Premise-Welt gewohnt ist. Spannend. Also alleine das, was du jetzt gerade nochmal gezeigt hast und jetzt auch gerade beschrieben hast, zeigt uns ja, dass wir noch ewig und noch viel mehr Webinare zu dem Thema machen könnten. Man kann sich an jede Stelle ziemlich reinbohren. Ich sage euch alles Gute und vielen Dank für alles. Ne? Servus, bis dahin. Tschüss. Oh, danke, ciao.